Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich komme gerade zur Tür herein. Ich war heute Morgen, jetzt die letzten zwei Stunden shoppen oder einkaufen. Ich war gar nicht so geplant, was ich alles eingekauft habe. Ich wollte nämlich eigentlich nur noch was einkaufen. Seht ihr das hier? Nee, das ist gut. Muss ich mich ansonsten verstecken. Für unseren Geburtsgeschenke-Mitgebsel Aufsteller hier. Kann ich euch mal zeigen. Also wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Ich habe ja das letztes Mal im Video so gezeigt, dass hier in Belgien halt Tradition ist, dass man halt so kleine Geschenke mitgibt. Wenn Gäste zu Besuch waren, die das Baby bestaunen wollen, die geben natürlich auch immer Geschenke an uns und deswegen gibt man so ein kleines Dankeschön oder halt so ein kleines Mitgebsel mit zur Erinnerung auch einfach. Und wir hatten ja so Saatpapier, so Samenpapier aus Schmetterlingen. Da hat mir jetzt aber noch irgendwie was gefehlt und ich hatte auch noch so eine ganze Schachtel von diesen Zuckerbohnen über und ich dachte mir, ich wollte Reagenzgläser haben. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Das habe ich nämlich jetzt vor, das zu basteln nochmal, dass das auch schon mal weiter fertig ist, dass der Aufsteller hoffentlich dann im Laufe der nächsten zwei Tage vollkommen fertig ist, dass ich das von meiner Liste streichen kann. Und dann dachte ich mir so, ach, ich gucke es erstmal zum Action. Vielleicht haben die ja irgendwie sowas in der Art, weil das dann natürlich viel günstiger sein würde. Hatten die natürlich nicht. Dafür hatten die ganz viele andere Sachen, die ich nicht geplant hatte einzukaufen. Ich dachte mir, ich kann doch mal so einen ganz kurzen Haul zeigen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ich habe einmal nochmal Katzenfutter. Ich gehe mal ganz schnell durch. Da habe ich hier solche Wattepads fürs Babymäuschen. Das hatte ich mich noch nicht zu Hause und habe mich daran erinnert, so, oh, die wollt ihr ja noch besorgen eigentlich. Gibt's bei euch, glaube ich, in jedem Rossmann und DM hier nicht. Nicht diese großen Wattepads. Ich habe bei Finn ihm am Anfang nur mit diesen Wattepads und natürlich auch Waschlappen, aber halt das so Abwechslung, wenn er wirklich viel Kacke gemacht hat, dann habe ich ihn damit erstmal sauber gemacht und hinterher mit Waschlappen. Das ist einfach super praktisch. Deswegen habe ich hier nochmal drei solche Packs mitgenommen. Für den Anfang dürfte es erstmal reichen. Es sind 40 Stück drin. Wenn meine Eltern dann zu Besuch kommen, dann muss ich die nochmal fragen. Dann werde ich sowieso eine Riesenbestellung bei DM und Rossmann aufgeben, das zu denen schicken lassen und dann können sie es alles mitnehmen, wenn sie hier dann auf Besuch kommen. Dann habe ich noch einmal so einmal Binden, einfach für mich, für wenn der richtige Wochenfluss dann vorbei ist, dass das dann, weil ich das gar nicht mehr zu Hause hatte. Und dann muss ich da nicht mehr los irgendwie später oder meinen Mann losschicken. Ich wollte für Finn nochmal einen Notizblock oder ein Malbuch haben, weil seins ist schon lange alle und ich wollte einfach, dass er ein ganzes Malbuch hat. Das war so schön günstig. Dann habe ich nochmal ein Bienenhotel mitgenommen. Das war auch schön günstig für 1,50 Euro. Und wir haben ja schon so eins im Garten und da haben wir auch ganz, ganz viele Mauerbienen drin. Und wollte jetzt nochmal eins haben. Dann hatten die so ein Makramee-Band. Ist nicht so viel drauf. Ich habe das länger mal schon mal anfangen wollen oder machen wollen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch zu komme, aber ich habe da jetzt drei Stück in zwei verschiedenen Stärken mitgenommen. 3 Meter. Ich weiß gar nicht, wie dick das jetzt ist. Auf alle Fälle so ein Makramee kennt ihr bestimmt alle, ne? Ich muss das sowieso auspacken. Insofern kann ich es ganz kurz zeigen. Einmal Mundwasser, meinte mein Mann nämlich neues. Oh, das brauchen wir. Ja, einmal so ein Klarspüler für die Spülmaschine. Das habe ich nämlich immer vergessen, habe es jetzt gesehen und habe mitgenommen. Einmal so Dove-Seife, die benutzt mein Mann ganz gerne zum Duschen. Dann brauche ich noch einmal Trockenshampoo, mitgenommen. Das ist das Originale von Batiste. Für Finn habe ich einmal Kreide mitgenommen. Ich habe ihn ja zu Ostern, oder wir haben ihm ja zu Ostern diese Kreideeier geschenkt. Und die sind jetzt fast alle aufgebraucht und der macht es ganz gern. Und ich dachte so, ach, für den Sommer kann man das sowieso immer gebrauchen. Und wenn ich dann irgendwie mit Mäuschen draußen mit im Garten sitze, kann er da ein bisschen Kreide malen. Hat jetzt auch nur irgendwie 70 Cent gekostet oder sowas. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Ach so, und einmal noch Kontaktlinsenflüssigkeit. Und dann war ich noch im Drogeriemarkt, der war genau nebenan. Und habe einen Toilettenaufsatz für Finn mitgenommen. Ich wollte nämlich unbedingt einen haben. Und bei Ikea sind die viel teurer. Der hat jetzt nur 5 Euro gekostet. Und ist mit diesem Häschen. Miffy heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Hier heißt es einfach Nansche. Wie Konansche, Kaninchen.
Mensch. Jedenfalls braucht er eins noch für oben. Wollte ich schon länger mal besorgen, habe aber nie irgendwie einen gefunden oder war auch nie wirklich am Gucken. Und bin jetzt froh, dass er jetzt oben auf der Toilette auch einen hat, weil er hier unten gar nicht mehr aufs Töpfchen geht. Er geht immer auf die große Toilette mit einem Toilettenaufsatz von Ikea dann und Hocker. Und oben hatten wir es halt noch nicht. Und dann ist es manchmal so, nee, ich will nach unten gehen, weil ich will nicht aufs Töpfchen, ich will auf die Toilette. Mache ich dann auch mit ihm, aber es ist halt schon jetzt so die ganzen Treppen ist anstrengender. Und ja, wir brauchen sowieso zwei. Deswegen hier nochmal ein Toilettenaufsatz. Ich hoffe, dass der auch so gut ist wie der von Ikea. Dann ja, einmal Snacks einfach nur, weil die reduziert waren. Dann brauchte ich einmal noch ein Micellenwasser. Das ist jetzt von Simple, das war runtergesetzt. Und dann hatte ich noch zweimal Mascara mitgenommen. Ich wollte eigentlich meine Essence-Mascara, diese pinke Lashes, Princess Lashes oder ich weiß nicht, wie die heißt, mitnehmen. Die hatten die aber nicht mehr, deswegen. Und bei, ja, deswegen habe ich jetzt welche von Catrice mitgenommen. Die kannte ich noch nicht. Einmal so eine lilane Glam and Doll Mascara mit Rizinusöl. Und die ist wohl neu. 24 Stunden Volume Lashes to Kill Ultra Black. Da weiß, ja, kauf zwei und dann kriegst du die zweite 50%. Deswegen hoffe ich, dass die was taugen. Das war mein kleiner Haul. Ach so, ja, nee. Und dann war ich noch Hühnerfutter kaufen. Das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Das waren nämlich schon fast alle. Und dann war ich noch beim C&A. Genau, das wollte ich euch zeigen. Beim C&A, weil ich eigentlich noch Buddies kaufen wollte für unser Mäuschen. Und zwar in einer kleineren Größe, in Größe 50. Und da C&A ja immer kleiner ausfällt, dachte ich mir, das müsste dann so mit den anderen Herstellermarken so 46 über einstimmen. Hatten die gar nicht mehr, denn alle Bodies komplett ausverkauft. Ich habe letztens schon mal geguckt, da waren die auch fast alle weg. Ich weiß nicht, die haben momentan keine Lieferung mehr bekommen davon, von diesen günstigeren Bodies. Ja, habe ich dann nicht, aber ich habe dieses Hosenset gefunden. Das war jetzt auch hoch, 50%, das fällt mir alles runter, 50% reduziert. Das sind so Thermo-Leggings. Ist natürlich jetzt nicht für den Sommer, ist Größe 68, also 62 eigentlich ja. Dachte ich mir so, wenn sie das dann so im Herbst anziehen kann, ich fand das total süß. Einfach so ein Rostrot in so einer Schleife, also ich finde die Farbe sehr schön. Und einmal so ein Glitzer, goldene Punkte mit Schleife, Leggings. Und die sind echt mega flauschig von innen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Ja, finde da am Anfang auch so ein Set aus diesem Stoff und total flauschig, genau. Dann habe ich dieses Tuch, ich weiß nicht, was ich damit machen werde, weil ich trage eigentlich sogar keine Tücher, aber ich fand das so schön, das war reduziert auf 3 Euro. Ist auch nicht so groß, dass man es irgendwie wirklich als Schal tragen könnte. Ja, vielleicht. Aber ich fand das vom Design her einfach total schön. Es ist 100% Baumwolle und hat halt so, könnt ihr das erkennen? So Lochstickereien und ach, mit den Blümchen. Ich finde das so wunderschön. Und ich dachte mir, wenn es einfach irgendwie für einen Kinderwagen oder als Spucktuch vielleicht auch. Oder irgendwie zum auf die Matratze legen fürs Baby. Ich habe natürlich nicht an mich gedacht, sondern ans Baby. Ich finde das so schön. Deswegen dachte ich mir so, das muss mit. Dann habe ich mir noch einmal, ja, größere Unterhosen gekauft, das müsste ich jetzt nicht zeigen. Und dann habe ich noch einen BH gefunden, den zeige ich jetzt auch einfach nur mal so. Das ist ein BH, der war auch runter reduziert auf 6,50 Euro, irgendwie sowas. Und der hat keine Bügel und ist halt größere Größe, was mir jetzt passt. Ich habe ihn anprobiert. Dadurch, dass er so flexibel ist, kann ich ihn auch wunderbar als Still-BH, weil ich den einfach runterziehen kann. Da brauche ich keinen Clip, was ich aufmachen kann. Sondern kann ich ihn auch einfach so als Still-BH tragen. Hat hier noch so einen Spitzenbesetz und der ist ein kleines bisschen gefüttert, was ich normalerweise nicht so gerne mache. Also der hat keinen Push oder gar nichts, sondern ein kleines bisschen dicker, dass man die Brustwarzen da nicht so durchgucken sehen kann, weil ich jetzt in der Schwangerschaft und dann auch in der Stillzeit, schwanger ist oder auch einfach so als Frau, glaube ich, kennt man das und ich mag es nicht so ganz so gerne, wenn da die Brustwarzen die ganze Zeit so rausgucken aus dem T-Shirt. Genau. Und dann war ich natürlich noch bei dem Bastelgeschäft, weil die natürlich die Gläser, Reagenzgläser nicht hatten im Action. Deswegen habe ich hier nochmal 2x12
Reagenzgläser gekauft und dann habe ich nochmal so 24 Mitgebsel, Geschenke und wollte jetzt da die Gläschen reintun. Die kann ich nämlich hinterher so schräg, die sind hier, so schräg da rein füllen. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Dann nehme ich euch gleich mal mit oder zeige euch das Endergebnis. Muss mal gucken, weil ich die Kamera auch aufladen muss, sehe ich gerade. Und dann muss ich erstmal die ganzen Sachen jetzt hier wegräumen. Genau. Kleiner Haul, ungeplant, aber ja, ich dachte mir, ich nehme euch noch mal ein bisschen mit heute. Mal gucken, wie weit das noch geht. Ich muss nämlich erstmal was trinken noch mehr, auch was essen. Ich habe aber noch einen Couscous-Salat von gestern Abend über. Den werde ich mir gönnen, nebenbei essen. Und dann, genau, sehen wir uns gleich noch mal wieder. Ich wollte gerade, ich habe die Sachen was ein bisschen weggeräumt, meine Kamera aufladen und irgendwie klappte das nicht. Ach so, ich habe noch auf dem, die war gerade runtergefallen. Ich habe für Finn noch so ein paar Sneakersöckchen mitgenommen, weil er so was gar nicht hat. Auch von C&A hat jetzt 3,90 gekostet. Sind jetzt 5 Stück drin. Ich fand die Farbe auch ganz cool. Ist auch wieder so ein Rostrot. Genau, die werde ich auch gleich mal durchwaschen, dass er da, also momentan hat er schon seit Wochen keine Socken mehr angezogen, weil er halt immer barfuß läuft. Auch in der Krippe machen die das ganz viel, was ich sehr schön finde, wenn es ja, die Umstände zulässt, dann laufen die Kinder da barfuß rum, im Haus sowieso und dann draußen aber auch. Richtig cool. Und genau, deswegen, ich habe jetzt noch 10% Batterie meine Kamera. Ich wollte euch aber ganz kurz zeigen, wie ich diese Reagenzgläser befüllen möchte und ob das dann jetzt so hinhaut, wie ich mir das so vorgestellt habe. Womit fange ich an? Mit einem weißen und dann, ja, so sollen die natürlich nicht rein. Wie mache ich das denn? Ich habe mir das so einfach vorgestellt. Hä? Warte. So. So, nicht so. Ihr sollt da schräg rein. Ja, so. Aber jetzt nicht. Wenn der zweite kommt, dann ist wieder blöde. Ich zeige euch das mal, wie ich das meine. Aber die unteren beiden sind blöd. Ah, jetzt. Haha. So. Genau. Jetzt ist das, glaube ich, schon zu viel drin. Wie habe ich jetzt? 2, 4, 6, 8... Ja, ich kann nämlich nur 8 reintun. Ja, ich muss nur mal gucken, wie ich das am besten mache. Könnt ihr das erkennen? Genau so. Und dann wollte ich halt noch so ein Bastband drum binden und ihren Namen draufschreiben. Und dann habe ich hier auch so kleine Mitgebsel. Können sich halt aussuchen, ob sie lieber Schmetterlinge pflanzen möchten oder was zum Naschen mitnehmen. Genau. Das mache ich mal schnell. Ich hoffe schnell. Ich habe nämlich Hunger, aber ich... Kennt ihr das? Seid ihr auch, also ich bin ja immer so eine, wenn ich irgendwas mir in den Kopf gesetzt habe und ich habe es dann zu Hause, ich muss dann immer gleich sofort, jetzt gleich sofort anfangen und kann nicht warten. Okay, jetzt habe ich es raus. Jetzt, so geht's besser. Genau. So, schaut mal, meine Lieben, es ist vollbracht. Ja, ich finde es eigentlich echt total cool und ich finde auch so gerade so die bunten Farben passen echt total gut zu diesen Schmetterlingen hier. Ich dachte erst so, ach, das sieht irgendwie so leer aus, weil hier oben so ein Stückchen fehlt, aber ich kriege da nicht noch einen rein. Aber wenn ich es hinterher mit so einem Schleifchen, ich dachte erst eine richtige Schleife, aber das ist zu dick mit dem Band, aber so ganz schlicht finde ich es auch cool. Da muss ich nur noch mal überlegen mir, wie ich noch so eine Karte mit ihrem Namen mache. Oder ich schreibe einfach mit so einem wasserfesten Stift ihren Namen hier drauf. Das habe ich nämlich auch gesehen in diesem Laden, dass das auch ganz cool aussehen kann. Ich muss mir das mal überlegen. Ja, aber mit der Schleife oben dran sieht man halt so das freie Teil da oben nicht. Und so finde ich es echt total schön. So, weit erstmal dazu. Wieder ein Stückchen weitergekommen. Hallo meine Lieben, es ist schon wieder ein paar Tage später. Ich hatte neulich irgendwie nicht mehr weiter gefilmt. Ja, kam einfach nicht dazu und die letzten Tage jetzt auch nicht. Heute ist Montag und Finn ist mit dem Papa in die Krippe gefahren.
Der hat sich da auch wieder drauf gefreut. Und genau, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Zeit für mich. Wollte heute noch ein oder zwei andere Videos drehen. Vielleicht ein Schwangerschaftsupdate. Also sicherlich ein Schwangerschaftsupdate noch. Und vielleicht noch was anderes. Und diesen Vlog zu Ende drehen. Einfach nochmal mich persönlich von euch verabschieden gleich. Ich wollte auch nochmal meine Kreißsaaltasche oder Kliniktasche nachgucken, weil ich so ein paar Sachen habe, wo ich denke, so, ist es jetzt da wirklich drin oder nicht? Und wollte auch, also ich wollte ja auch meine richtige Kamera, ich wollte die Kamera mitnehmen. Da muss ich mal gucken, ob ich das Ladekabel gleich schon mit einstecken kann. Ich werde die dann versuchen, bevor natürlich auch aufzuladen. Aber falls es dann nicht zugekommen ist und ich nicht nur eine Nacht irgendwie im Krankenhaus verbleiben kann, dass die dann auf alle Fälle dann, ja, dass ich dafür was aufgeladen habe, dann muss ich die andere Kamera, unsere richtige Kamera, nochmal aufladen und auch einpacken in die Kliniktasche, dass das auch schon alles fertig ist, weil wir die jetzt da vor der Geburt ist auch nicht mehr brauchen. Ladekabel fürs Handy ist auch schon drin, da habe ich nämlich zwei, da habe ich schon eins drin, also und nochmal eine Gesichtscreme, weil ich jetzt ja immer diese hier benutze. Und die werde ich jetzt einfach schon mit einstecken. Das ist jetzt nämlich die kleine Größe, die Hautruhe Euboss Gesichtscreme. Und ich habe jetzt ansonsten immer die Körpercreme für mein Gesicht benutzt, was auch super klappt. Und jetzt denke ich mir, so für die letzten 3 Wochen kann ich das auch machen. Dann ist das nämlich ja schon mal drin. Wer weiß, ob es noch 3 Wochen sind überhaupt, ne? So, ich mache mal schnell meine Haare zu Ende. Genau, dass ich das dann schon mal habe. Nicht, dass ich dann, ich habe nämlich keine Lust, dann, wenn ich jetzt irgendwie doch eine andere Creme benutze, im Krankenhaus, dass ich dann wieder einen Ausbruch habe von meinem, ja, Gesicht, Ausschlag. Da habe ich echt keine Lust drauf. Deswegen wollte ich das nochmal umpacken und ja, so ein paar Sachen einfach nochmal nachgucken. Dass die dann wirklich, wirklich, wirklich abfahrbereit ist, dass ich mir da auch keine Sorgen mehr drum machen muss. So, oh nee, das muss aber noch mit rein und das noch. Ich bin auch sehr gespannt. Morgen habe ich wieder einen Hebammentermin. Und dann nächste Woche erst wieder einen Frauenarzttermin, genau. Ob die Maus jetzt wirklich im Becken liegt. Das letzte Mal war es ja so, bei der Hebamme lag sie ja noch voll quer. Und dann hatte ich ja ganz viele Senkwehen, während ich, also seit morgen, so während ich im Wartezimmer beim Frauenarzt saß. Und dann hat sie sich ja echt wirklich ins Becken reingelegt, wo die Frauenärztin dann meinte, so, nee, liegt gut im Becken drin. Also das heißt gut, aber sie liegt halt schon nicht mehr quer. Und ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen weiter runtergerutscht ist jetzt, weil ich nämlich nachts mehr auf Klo muss. Ich habe es ja im vorletzten Vlog oder so schon erzählt, dass man es halt dann merkt oder dass ich das halt bei Finn gemerkt habe, je weiter er gerutscht ist, also je mehr drückt das Baby halt auf die Blase. Wenn sie halt noch nicht unten im Becken liegen oder halt quer liegen, dann drückt er halt noch nichts auf die Blase. Und jetzt muss ich doch geregelt aufstehen nachts. Also es sind nur 2 bis 3 Mal jetzt noch nachts, aber das nervt halt schon, das schlaucht schon. Aber Finn hat diesmal wieder komplett durchgeschlafen und deswegen bin ich jetzt voller Motivation. Und genau, ich hatte noch irgendwie was ich mit in die Kliniktasche noch einpacken wollte. Achso, meine Brille. Genau, ich dachte mir nämlich auch schon jetzt, dass ich meine Brille jetzt einpacken werde. Ich habe ja eine andere Brille eingepackt erstmal so, aber ich denke mir so, es ist mir wichtiger im Krankenhaus dann gut zu gucken können, dass ich mich da auch nicht so blöd fühle mit der anderen Brille, wenn man halt nicht so gut sieht, wenn man halt das Baby gleich da hat oder das neugeborene Baby da hat, dann ist mir das wichtig, dass ich dann gut sehen kann und dann kann ich für die Zeit, für die halbe Stunde jetzt hier abends, die ich immer die Brille aufhabe, kann ich auch eine nicht so gute Brille tragen. Deswegen muss ich die noch umtauschen und dann einfach nochmal gucken, dass ich da alles gut habe. Genau, also das mache ich jetzt. Aber ich glaube, da nehme ich euch nicht mehr bei mit. Ich wollte mich einfach nur mal ganz persönlich nochmal von euch verabschieden von diesem Vlog, dass das nicht so ein Cut und Ende ist. Das mag ich nämlich selber nicht so gerne gucken. Diese Woche soll es super heiß werden. Heute geht's noch, heute sind es nur 23 Grad, total gechillt. Aber ab morgen soll es dann echt 30 bis zu 32 Grad werden die ganze Woche. Und ich habe schon so Probleme mit Wassereinlagerung, vor allen Dingen in den Füßen jetzt, dass das, glaube ich, echt heiß werden wird und ein bisschen anstrengend. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ich da noch zum Vloggen komme. Aber ich will auf alle Fälle jetzt gleich das Schwangerschaftsupdate drehen und vielleicht noch ein anderes. Deswegen kommen auf alle Fälle Videos für euch und ich bin auch schon am Vordrehen fleißig. Ich
Ich weiß natürlich nicht, wann Babymäuschen kommt, aber dass dann auf alle Fälle immer samstags ein Video für euch online kommt für die ersten Wochen, wenn das Baby gerade da ist. Genau, dass da kein Ausfall ist von mir. So, mit euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, mein Lieben. Tschüss.